Magst du es auch, deinen Freunden Streiche zu spielen? Dann viel Spaß mit unserer heutigen Folge, in der wir 6 neue Prank-Ideen für dich vorbereitet haben. Die werden deine Freunde umhauen. Mensch, ist das stickig hier im Zimmer. Ted, Alice, ihr könntet sicher einen Ventilator oder eine Klimaanlage gebrauchen. Ich weiß, was uns erfrischen kann. Ted, warte mal kurz. Alice, wie willst du gegen Hitze antreten? Genau, mit Eis. Die beste Idee für so einen heißen Tag. Aber was packst du drauf? Schokosirup oder Tabasco? Die Qual der Wahl. Nimm beides. Die eine Portion ist dann schokoladig süß und die andere mit Erdbeer-Tabasco-Geschmack. Ein toller Mix. Ted wird das sicher zu schätzen wissen. Hauptsache, es sieht überzeugend aus. Hier, Ted, das wird dich erfrischen. Mmh, so kühl und lecker. Oh nein, was ist falsch mit diesem Sirup? Ich muss dringend noch Eis essen. Wieso brennt alles? Ich brauche Wasser. Guter Prank, Alice. Stan muss gut ausschlafen. Er schreibt morgen eine Klausur. Aber wird er das schaffen? Ted hat was vor. Ich stelle alle Uhren um. Stans Klausur beginnt um 10 Uhr. Aber es scheint, als hätte er sie bereits verpasst. Denn er schläft so tief, er wird wohl kaum aufwachen. Auch der Wecker zeigt 10 Uhr. Und der letzte Strich, die Handuhr. Der vertraut er immer. Fertig. Stan, steh auf! Du hast die Klausur verschlafen. Oh nein, es ist 10 Uhr. Was mache ich bloß? Ich muss mich schnell fertig machen und in die Schule rennen. Wo ist mein Sweatshirt? Ah, gut, dass ich alles gestern noch vorbereitet habe. Hauptsache, schnell anziehen. Sweatshirt. Unterhemd. Hose. Oh, Stan, in so einem Outfit lassen die sich sicher nicht in die Schule. Wozu auch? Es ist ja erst 6 Uhr am Morgen. Was? Oh, wie witzig. Lass mich ausschlafen und mach, dass du aus meinem Zimmer kommst. Ja, ja, Molly, ich war auch froh, dich zu hören. Stan, ich bin gleich wieder da. Bleib hier. Ted, du willst es einfach nicht lernen. Stan mit deinem Handy alleine zu lassen, ist keine gute Idee. Ich ziehe jetzt Revanche. Ich habe auch schon eine Idee. Ich lade ein Foto mit einem zerbrochenen Glas runter und stelle es als Hintergrund. Super. Ted, hier hast du dein Handy. Ups. Nein, mein Handy. Ist es tatsächlich hingefallen? Ted, das war doch ein neues Handy. Oh nein, was mache ich jetzt mit diesem riesigen Riss? Hey, komm, chill mal. Das ist doch bloß ein Handy. Entsperr es einfach. Hoppla, fertig. Ich bitte dich, das ist bloß ein Handy. Das hast du für mein Frühaufstehen. Ich hab dir doch gesagt, du wirst es mir büßen. Nach so einem tollen Mittagessen wünscht man sich Nachtisch. Wir haben aber nur einen Schokoriegel. Wie wollt ihr ihn teilen?
Streitet euch nicht. Es war doch klar, dass Emily sich den Riegel schnappen würde. Ted, der Riegel gehört mir, aber die Limonade gehört dir. Aber auch die kann ich mir holen. Mit Hilfe von Zauber. Ja, klar doch. Er glaubt mir nicht. Schau her. Drück den Becher an deine Hand und deck ihn zu. Wie holt sich Emily Teds Limonade? Mit einem Schlauch natürlich. Den hat sie davor durch ihr Sweatshirt gezogen. Jetzt muss das eine Ende nur in den Becher getaucht werden. Und dann kann sie das Getränk genießen. Das Wichtigste hierbei, die perfekte Tarnung. Das lässt alles magisch aussehen. Und der Zauberspruch. Abracadabra. Fertig. Siehst du, weg ist die Limonade. Wow, wo ist alles hin? Das nenne ich ja ein Mittagessen mit kleinen Hexen. Was für ein mitreißender Wettkampf. Nur der Stärkste kann gewinnen. Hierfür brauche ich einen guten Imbiss. Diese leckeren Sandwiches mit Kaviar sind genau das Richtige. Zu schade, dass sie so schnell alle sind. Vor allem, wenn Ted mitten im Spiel ist. Was? Ted hat alles aufgegessen? Na, wie immer. Ich koche und er isst. Okay, ich hol mir noch eine Portion. Stan, du wirst dir doch die Chance nicht entgehen lassen, deinem Freund eine Lektion zu erteilen, stimmt's? Das klingt nach einer guten Idee. Ganz einfach. Gib einfach einige große Tropfen auf ein Stück Brot. Und schon sieht es aus wie Kaviar. Tolles Sandwich. Und der Geruch erst. Bring es deinem Kumpel. Hey Ted, hier sind unsere neue Brote. Das ist alles für mich? Ist ja der Wahnsinn. Voll lecker. Ups, was ist los, Ted? Gefällt dir dein scharfes Brot etwa nicht? Seltsam, Stan hat sich solche Mühe gegeben. Aber beim nächsten Mal vergisst du sicher nicht, ihm was abzugeben. Stimmt's? Stan, du glaubst ja gar nicht, was mir gestern passiert ist. Hey, hörst du mich überhaupt? Tja, wenn Stan ein Spiel angefangen hat, dann kann ihn nichts mehr ablenken. Was ist los? Na? Ach, dein Akku ist leer. Na gut, passiert halt. Such dir eine Steckdose, die muss hier irgendwo sein. Emily, hast du dir diesmal was überlegt? Diesem Spielsüchtigen zeig ich's noch. Mit einer Fake-Steckdose. Gut, dass ich das Bild im Vorhinein ausgedruckt habe. Das klebe ich jetzt an die Wand. Genau hier. Fertig. Sieht total echt aus. Ich muss nur noch auf Stan warten. Ah, hast du dein Ladekabel gefunden? Jetzt brauchst du noch eine Steckdose. Da drüben habe ich eine gesehen. Super, danke für den Tipp, Emily. Bald kann ich weiterspielen. Reinstecken? Was soll das? Ich muss wohl fester drücken. Wieso klappt das nicht? Das ist gar keine echte Steckdose. Schon wieder bin ich auf Emilys Streich reingefallen. Na warte. Hey, hast du das Bild an die Wand geklebt? Stan, aber du musst zugeben, das war witzig. Du bist so süß, wenn du sauer wirst. Mit welchem Prank willst du heute anfangen? Schreib uns das in den Kommentaren, welcher dir am meisten gefallen hat. Gib uns einen Daumen nach oben, folg unserem Kanal und wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.